Am Sonntag sind Sie zurückgekommen von Ihrem längsten Einsatz, die Helfer des THW Frankenberg. Sie waren im Ahrtal zur Fluthilfe unterwegs. Mit dabei war der Bagger, der zum Brückenbau eingesetzt wurde. Es war die längste Brücke, die das THW je gebaut hat. Die Arbeiten an der Brücke standen unter Zeitdruck, war es doch eine Notwendigkeit, wieder eine Verbindung herzustellen. 14.500 Teile, gehalten von 6.500 Schrauben, stellten die Frankenberger THW-Helfer mit 80 anderen Kameradinnen und Kameraden über die A fertig. Die Brücke ist 50 Meter lang, 150 Tonnen schwer und Schwerlast geeignet. Felix Geißler, schönen guten Tag, zurück aus dem Flutkatastrophengebiet Ahrtal. Wie war's? Ja, hallo, es war anstrengend, aber es war auch ein gutes Gefühl, dass wir helfen konnten da vor Ort. Mit unseren Geräten und unserer Fachkenntnis. Ihr seid jetzt die zweite Truppe, die da unten war, oder dritte? Die dritte schon. Die dritte. Das heißt also, schon vieles war erledigt zum Groben, aber es ist trotzdem immer noch ein mulmiges Gefühl, ne? Auch wenn man dafür ausgebildet ist, für solche Katastrophenfälle. Ja, also da vor Ort sind ja mehrere Räumgruppen und das THW ja allgemein sehr stark vertreten. Und wir haben vieles geschafft. Wir waren gestern nochmal in Bad 9a, wo wir vorletzte Woche schon einmal waren. Es sieht wesentlich besser aus, als wo es wirklich gerade akut war, aber es ist wirklich noch viel Arbeit da vor Ort. Was belastet einen jungen Menschen, wenn man in so Katastrophengebiet muss, immer damit rechnen muss, dass man alles Mögliche unter den Trümmern, unter den angeschwemmten Baumstämmen und so weiter findet? Belastet das oder wie belastet das? Ja, also das belastet auf jeden Fall, dass man immer die Möglichkeit hat, was zu finden, was man nicht unbedingt alltäglich sieht. Und auch die Zerstörung und durchaus auch das Leid der Menschen da zu sehen, das ist wirklich durchaus belastend. Dafür hat das THW ja dann das ENT, das Einsatznachsorgeteam. Jetzt gab es, so in der vergangenen Woche ging auch durch die sozialen Medien, dass THW-Helfer beschimpft worden sind und so weiter. Haben die Leute eigentlich nicht verstanden, wie Katastrophenschutz im THW oder in der Feuerwehr funktioniert? Die waren einfach nur verzweifelt? Ja, also es waren durchaus verzweifelte Leute, aber auch Leute, die einfach gegen sowas geschossen haben, die dann sagen, sie sind nicht vor Ort gewesen oder sowas, ja. Was ja nicht der Fall war. Vieles haben auch freiwillige Helfer, unter anderem die Landwirte aus der Region, gemacht. Waren eine wertvolle und wichtige Hilfe? Ja, auf jeden Fall. Also, dass die privaten Landwirte da mit ihren Geräten da waren oder auch die anderen freiwilligen Helfer, die sich manchmal sogar Geräte angemietet haben, das war eine sehr große Hilfe. Ohne die wären wir noch nicht so weit. Der Bagger ist gerade abgeladen worden, habe ich gesehen. Der war also beim ersten Mal gleich da unten geblieben. Ganz wichtiges Gerät für Räumen und aber auch für den Brückenbau, ne? Genau, also der Bagger, der war jetzt 3,5 Wochen vor Ort, ununterbrochen. Und wir haben da bei dem Brückenbau unterstützt, die größte Brücke, die das THW je gebaut hatte. Wir haben Schutt aus den Straßen entfernt, haben den Anwohnern geholfen, ihre Gärten freizuräumen, Bachläufe bereinigt von Schutt und Unrat. Mit wie viel Mann wart ihr vor Ort? Wir waren durchweg mit 4-5 Leuten meistens hier da. Aus Frankenberg. Aus Frankenberg, genau. Insgesamt waren wir um die 20 Leute, die aber immer ständig durchgetauscht wurden. Stützpunkt war Nürburgring, ist ja mal verlegt worden von Grafschaft dahin und das blieb auch so in Nürburgring. Genau, also wir waren Bereitstellungsraum heißt im Bereitstellungsraum, ja. Ja. Genau. Wir waren die letzte Woche waren wir in Kirchsaar untergebracht, im Dorfgemeinschaftshaus, um näher an der Einsatzstelle zu sein, um Fahrzeiten zu reduzieren. Am Anfang des Einsatzes THW, Feuerwehr, gab es Koordinations- und Kommunikationsprobleme. Das hat sich inzwischen aber geregelt. Man hat klare Ansprechpartner bzw. klare Strukturen
Und der Funk geht auch wieder, der ging am Anfang auch nicht unbedingt. Genau, also es ist geregelt, jeder weiß mittlerweile, was er zu tun hat. Und der Funk funktioniert auch wieder. Das war wirklich am Anfang ein krasses Problem. In den Ort, wo wir jetzt waren, gab es zum Beispiel noch gar keinen Telefonempfang. Das war auch immer ein bisschen problematisch. Jetzt sind Sie ja nun nicht ein alter, erfahrener Silberrücken, sondern ein junger Mensch. Warum engagieren Sie sich eigentlich im DHW? Ja, also ich habe mit jungen Jahren damit angefangen, in der Jugendgruppe, einfach um was Soziales zu machen. Und bin dann dabei geblieben und es ist einfach schön, dass man dann in solchen Sachen auch wirklich dann seine durchaus Fachkenntnis einbringen kann und dort auch helfen kann. Jetzt sind Sie Gruppenführer, relativ jung, habe ich ja gesagt. Gruppenführer, welche Aufgaben hat ein Gruppenführer beim THW? Ja, als Gruppenführer bin ich dafür zuständig zu gucken, dass die Einsatzaufträge, die wir bekommen, abgearbeitet werden, alles zu koordinieren und zu gucken, dass die Helfer, dass es denen gut geht, dass Material in Ordnung ist, dass wir alles dabei haben. Sie sind aber auch dann als Gruppenführer vor Ort der Ansprechpartner für Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr, Bürgermeister, die dann vor Ort mit ihrer Gruppe kommunizieren wollen. Ne? Genau. Der Einsatzleiter kommt dann zu mir, sagt mir jetzt, wir haben hier den Bachlauf, der muss bereinigt werden. Und dann schaue ich mir das an, teile die Leute ein und dann machen wir das. Wie lange dauern Ihre Einsätze in der Regel? Ich meine jetzt die Einsätze im Ahrtal, 8-12 Stunden? Ja, also die Einsätze, die ich mitgemacht habe, waren meistens so, dass wir um 7 Uhr an der Einsatzstelle angefangen haben und gegen 18, 19 Uhr die Einsatzstelle beendet haben, weil da Nachtarbeit nicht so möglich war. Jetzt habe ich, Sie haben vorhin dem Kollegen auf dem Handy gezeigt, wir haben also alles möglich gefunden, und unter anderem ein Sportboot mit Loch und was weiß ich. Wussten Sie überhaupt noch, wo Sie den Abraum, den Müll hinbringen können? Weil es hieß ja in der Presse dann immer wieder, Gottes Willen, wir wissen nicht mehr, wohin damit. Also es gibt riesen Mülldeponien da unten, wo der ganze Hausrat von den Leuten dann liegt und sowas. Es ist eng mittlerweile, aber wo wir jetzt waren in Kirchsaar, die haben ein System dahinter gehabt und es war noch gut sortiert und Platz, um noch was abzuladen. Man hat ja auch einen Beruf, ne? Was sind Sie für Beruf? Ich bin Papiertechnologe. Also Binzer. Genau, Hollingsworth & Wolfs mittlerweile. Man hat ja auch einen Beruf und der Arbeitgeber muss sagen, wenn Sie sagen hier um 9, ich habe einen Marschbefehl bekommen, weil THW ist ja eine Bundesorganisation und da kann man nicht sagen, Moment, heute kann ich nicht, ich komme vielleicht morgen. Mhm. Man hat sich ja auch verpflichtet, aber der Arbeitgeber hat da kein Problem mit. Genau, ich habe meinen Vorgesetzten angerufen, habe ihm das erklärt, hier Hochwasser, habt ihr ja bestimmt von gehört. Und er hat gesagt, hier, das ist das Mindeste, was wir tun können, dich freizustellen, und dann war das kein Problem. Okay. Andere Einsätze, die das THW immer mal wieder macht, sind ja unter anderem auch im Ahrtal ganz wichtige Geschichte, Trinkwasseraufbereitung. Eine der Stärken des technischen Hilfswerks. Waren Sie damit irgendwie involviert, beteiligt? Wir hatten unseren ersten Einsatz, wo wir da runtergekommen sind. Das war im Ahrweiler fürs Krankenhaus. Genau. Da haben wir eine Wasserleitung gelegt, von der Trinkwasseraufbereitung zum Krankenhaus. Genau. Damit da einigermaßen Hygiene. Damit da fließendes Wasser, weil die hatten gar kein Wasser mehr vor Ort da. Also die Situation jetzt mit Infrastruktur, Sie haben gesagt, in einem Ort kein Telefon, noch nicht, aber mit Strom und Trinkwasser etwas normalisiert, soweit man davon sprechen kann? Das ist, glaube ich, abhängig von der Ortschaft. Also es gibt Orte, da gibt es Strom, Wasser, meistens aber nur Brauchwasser, also kein Trinkwasser und auch Telefonempfang. Es gibt aber auch Orte, wo man noch gar keinen Strom hat. Jetzt wurde immer davor gewarnt, dass man das Wasser aus der Ahr zum Beispiel für Reinigungsarbeiten und so weiter nehmen soll, weil das kontaminiert ist. Können Sie das so bestätigen? Ja, also die Ahr ist wirklich sehr dreckig und sehr viel Heizöl und alles drin. Das sollte man nicht machen. Gut, Herr Geiser, erstmal vielen Dank. Gut, dass man solche Einsätze oder Helfer hat, die solche Einsätze machen. Und auf der anderen Seite, für sowas ist das THW vorbereitet, ausgebildet, auch in anderen Katastrophengebieten, also Erdbeben im Ausland, alles das, dafür trainieren Sie. Vielen Dank. Bitteschön.